Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Ich komme hier einfach nicht mehr weg. Irgendwie habe ich so einen Mist gemacht, dass der Computer mich nicht mehr mag oder das Spiel mich nicht mehr mag. Ich probiere es jetzt nochmal, mich darüber zu schwingen. Vielleicht geht's ja. Wer weiß. Komm. Versuch's nochmal. Bitte jetzt etwas schwungvoller. Das wird doch jetzt gehen. Na, Gott sei Dank. Jetzt bin ich wenigstens wieder auf der Seite. Jetzt kann ich vielleicht auf dem anderen Weg wieder zurück. Das war doch jetzt schon sehr seltsam, muss ich sagen, was da mit der Stange jetzt war. Dass ich die plötzlich nicht mehr benutzen konnte. Es war so die Strafe, dass ich die Lara zweimal ins Leere stürzen hab lassen, wie auch immer. Ja, ja. Die kleinen Sünden und die großen sowieso werden sofort bestraft. Gut. Jetzt bin ich wieder hier in der Mitte. Aber konnte ich da wirklich nicht weiter? Nee, ne? Da konnte ich... Und die Musik. Oder Musik ist gut, dieses Gedonner. Also hier gehe ich jetzt nicht nochmal durch. Ich probiere es jetzt einfach gleich mit der Mitte. Wird wahrscheinlich dann auch wieder nicht funktionieren. Bei meinem Timing. Yep. Okay, runter, 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 runter. Okay, jetzt bin ich da unten. Und jetzt kam, glaube ich, der Mist, wo ich total versage, egal in welcher Situation. Jetzt weiß ich nicht, welche Waffen benutze ich da besser. Ich glaube, ich wechsle mal hier. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ich werde euch doch jetzt endlich mal erwischen. Dämlichen Viecher, ehrlich. Und die spucken, glaube ich, mit irgendwas. Oder auch. Komm, bitte. Ich möchte diesmal nicht platt gemacht werden von euch. Komm. Diesmal muss ich es schaffen. Bitte, bitte, bitte. Kommen da noch mehr? Im Moment nicht, oder? Ja, ich habe ein bisschen Munition verschwendet, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man da auch unbegrenzt hat mit den Waffen. Aber wenigstens habe ich das jetzt geschafft. Den ersten Schritt. Schön. Kann man die... Was kann man da machen? Wegschieben. Ach so. Das war... Ach so, warte mal. Nee, in die andere Richtung. Wie. Oh, die ist so schwer, das schaffe ich ja kaum. Ein Stückchen noch. Zonk. Und... Hä? Inwieweit denn überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Nee, die stehen jetzt aber nicht wirklich richtig. Noch so ein Stück rüber. Wie müssen die denn stehen? Die müssen bestimmt irgendwie... Nee, so. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Winkel, technisch. Ach, weiß ich doch nicht. Okay, hier ist auch wieder ein Kontrollpunkt. Die müssen irgendwie so stehen, dass... dass es da durchleuchtet? Ich habe keine Ahnung. Also daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. War das wirklich auch bei der Xbox? Weil ich habe das ja vorher auf der Xbox gespielt. Bis ein Stückchen weiter. Sozusagen. War mir schon klar, dass da wieder was ist. Mein Gott, diese Viecher. Wo sind die denn überall?
Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hingehe. Muss jetzt ehrlich sagen, hier weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es weitergeht. Ich habe es zwar schon ein Stück gespielt bis hierher, wie gesagt, aber nicht sehr gründlich anscheinend. Ich kann mich nicht dran erinnern, wo geht's denn hier jetzt wieder hoch? Orientierungslos. Macht's auch wieder Bing Bing. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hier hinkomme. Welches Rätsel erwartet mich da? Hä? Jetzt bin ich gerade im Kreis geraubt. Ach so, jetzt bin ich wieder oben. Okay, einmal rundrum. Na, dann ist ja gut. Dann weiß ich ja, wo ich bin. Dann gehe ich nochmal dahin. Wir rennen so gerne im Kreis. Macht Spaß. Und nimm dann diese andere Abzweigung. Wo war denn das? Da ging es doch noch woanders hin. Okay, zweigen wir jetzt mal hier ab. Genau. Aha. Nette Musik wieder. Erstmal was sammeln. Oder auch nicht. Ist da nichts drinnen? Schweinerei. Ist da irgendwas? Eieiei. Wo geht's denn da runter? Muss ich da hin? Will ich da hin? Irgendwie will ich da nicht hin. Ich habe Angst. Vor allem, ich komme da nicht mehr hoch. Und da sind schon wieder solche Geräusche. Bestimmt sind da wieder irgendwelche Viecher. Es sind immer irgendwelche Viecher. Lara, ups, lebt von solchen Viechern. Die Architektur hier ist anders. Erinnert mich an die Ruinen von Niflheim. Okay. Also wieder ein Mischmasch von Kulturen. Eine Kultur auf der anderen oder so. Gut. Kann ich hier irgendwo klettern? Ich höre doch schon wieder so fiese Geräusche. Aber bei Shootern habe ich da kein Problem mit. Da ist mir das egal. Mit den Geräuschen. Nur wie? Wo? Mein Gott, da bröselt noch alles runter. Kann ich hier irgendwo klettern? Aua. Du musst nicht gegen die Wand rennen gleich. Und sei doch mal ein bisschen leiser. Moment, hier ist was. Hier ist eine Stange. Da. Da kann ich hoch. Hätte ich jetzt beinahe übersehen. Okay, da noch hoch. Noch höher. Nö, weil da geht's ja jetzt nicht. Huch, Perspektive, was machst du? Das kann ich ja gar nicht leiden. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, in welche Richtung ich wollte. Ah ja, da lang wollte ich. Ich vergaß. Ja, stell dich mal da oben hin. Und spring darüber. Vielleicht können wir es ja mittlerweile. Nicht fallen. Da wieder rüber. Genau. Das machst du schön. Wir haben ja geübt. Da wieder hoch. Zack. Da. Nope. Das war falsch rum, Mädel. Nee, du musst dich andersrum hinstellen. Andersrum. Die hört nicht auf mich. Das finde ich jetzt nicht. Nee. Wieso macht sie das jetzt nicht? Weil? Wieso? Die soll gefälligst.
Jetzt darüber. Warum hatte ich da immer so Probleme? Oder ich da mit dieser Steuerung, dass ihr das nicht richtig macht? Das ist ein bisschen nervenaufreibend, immer mit dem Zielen. Oh, aber ganz knapp, du. Das musste jetzt aber nicht sein. Gut, darüber kannst du klettern. Schön, schön. Ein bisschen weiter sind wir ja gekommen. Das ist ja schon mal was. Das ist doch schon mal positiv. Ich weiß zwar nicht, was mich da jetzt noch erwartet. Wir gucken nochmal nach. Bis zum nächsten Speicherpunkt. Ja. Den haben wir dann auch hier. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, mit der Munition. Nee, da war doch jetzt nichts mehr. Was machst du denn für einen Kack? Hui. Hui, hui. Was ist denn das hier für ein Kletterparcours? Also da muss ich wohl irgendwie hin. Ist da oben ein Schalter oder was? Genau, ich glaube, das war jetzt genau die Stelle, wo ich auf der Xbox meine Probleme hatte, gegen die Viecher dann anzukämpfen, die dann plötzlich von allen Seiten kamen. Meine ich, dass es das war. So, also. Das wird sicher noch ein bisschen spaßig. Soll ich noch ein Stückchen probieren? Ich probiere mal noch ein kleines Stückchen. Mal gucken, wie weit ich überlebe oder auch nicht. Genau, weil hier kommen die nämlich jetzt. Genau. Komm, Mensch, du musst das jetzt mal hinkriegen. Diese dämlichen Viecher. Ich weiß gar nicht. Oh, wie viele Medipix habe ich noch? Komm jetzt, das. Sind da jetzt noch welche? Oder? Ja. Ich glaube, ich habe da bei der Xbox den Fehler gemacht und habe nie mein Medipack irgendwie benutzt. Ich glaube, das war mein Problem. Weil ich bin da wirklich nicht an denen vorbeigekommen. Also genau an diesen Viechern. Ohne Chance. Trotzdem weiß ich nicht wirklich, wie es hier weitergeht. Mei, diese blöden Pflanzen. Und ich steuere sie immer genau rein, ne? was liegt da? Nix. Ach, das ist eine Fledermaus, eine Tote. Dann sammeln wir da noch. Nö, da ist nichts drinnen. Ist da noch was? Ist da was drinnen? Ist auch nichts drinnen. Schaue ich mich hier noch um. Da ist noch ein potenzieller Schatz. Ist auch nichts drin, aber da ist noch einer. Der ist so versteckt, da hätte ich jetzt gedacht, da wäre was drinnen. Dann ist in dem vielleicht was? Auch nicht. Das sind ja alle leer. Finde ich aber nicht nett. Da ist noch eine. Ist auch nichts drinnen. Warum sind die alle leer? Puh. Doof. Ernsthaft. Das finde ich jetzt nicht nett. So, ich komme ja von der Treppe hier. Ich möchte irgendwo da hinten rauf. Was ist hier? Da ist auch noch was. Ist auch nichts drinnen. Achso, jetzt renne ich hier im Kreis. dann kletter ich jetzt mal da hoch. Packen wir doch noch was ein. Da ist auch nichts drinnen. Findet ihr das witzig? Lauter leere Vasen da hinzustellen? Okay. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier hinklettere. Vor allem, ich komme da gar nicht hin. Achso, da. Okay. Und jetzt? Kann sie sich da hinstellen? Nee, da nicht.
Okay, zieh dich mal da hoch. Dann stehe ich da oben. Wie auf dem Präsentierteller. Weil hier habe ich mal so einen besseren Überblick. Vielleicht. Ey, Viecher. Kommt. Kommt jetzt die ganze Zeit wieder, oder? Oder ist dann irgendwann Schluss? Wieder Pause? Danke. Ja. Okay, ich weiß nicht wirklich gerade, wo ich hin muss. Ich habe gerade die Orientierung verloren, muss ich gestehen. Häufiger mal was Neues. Ui, was ist das? Eine Linse? Oh-oh. Oh-oh. Ach so, ein Türchen ist jetzt aufgegangen. Okay, fein. Fein, fein, fein. Kann ich? Kann ich damit was machen? Nein? Aber ich kann mich vielleicht hier wieder runterhangeln? Nee. Bringt mir das was? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin will. Will ich hier überhaupt runter? Zack. Vielleicht. Da ist noch was. Ist da überhaupt was drin? Nein, da ist schon wieder nichts drinnen. Okay. Also, das ist schön, dass ich es jetzt doch noch ein bisschen weiter geschafft habe. Auch wenn ich jetzt gerade nicht so ganz weiß, wohin ich wirklich jetzt muss. Ich muss jetzt irgendwie diese Linsen oder was das war, einsammeln wahrscheinlich da und die Sachen aktivieren, damit dieses Gitter aufgeht. Ich habe jetzt aber nicht mehr so ganz im Blick, auf welcher Seite das war. Gut, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zugucken und tschüss.